DB Schenker ist einer der Marktführer im globalen Logistikgeschäft. Wir sind verkehrsträgerübergreifend in allen Bereichen tätig mit weltweit über 70.000 Mitarbeitern und hier am Standort Chemnitz ursprünglich bereits 1917 gegründet und seit 1990 wieder ganz aktiv hier am Markt tätig. Mein Name ist Rico Luge, bin 43 Jahre und seit bereits 26 Jahren hier im Unternehmen Schenker und seit 2016 Leiter der Geschäftsstelle Chemnitz für die Bereiche Landverkehr und Logistik mit knapp über 200 Mitarbeitern. Hier am Standort in Lichtenau ist unser Stückgut-Umschlagsterminal. Dort werden für unser Stückgut-Systemverkehr, unser europäisches Netzwerk, die Güter umgeschlagen. Ein Güterumschlag heißt für uns, dass wir arbeitstäglich etwa um die 3600 Packstücke mit über 2000 Sendungen und etwa 700 Tonnen Umschlagstonnage hier bewegen. Wie kam die Zusammenarbeit zustande? Ich hatte ja gesagt, dass wir seit 1990 bereits wieder in Chemnitz aktiv sind und dann seit 1995 hier am Neubaustandort in Lichtenau. Seit dieser Zeit arbeiten wir mit der Firma Sander im Bereich Vorförderzeuge schon zusammen, also schon sehr langjährig und über diese Zeit auch immer entsprechend erfolgreich gemeinsam gewachsen. Vorangegangen ist die Thematik, dass wir durch den Dreischichtbetrieb doch eine erhebliche Frequenz an zu ladenden Batterien hatten und gerade in den Stoßzeiten die Technik sehr beansprucht ist. Also im Schnitt laden wir hier 27 Batterien pro Tag. Das erste Problem war definitiv der Platzbedarf der alten Anlage, die uns in unserer Umschlagsfläche doch arg eingeschränkt hat. Das zweite Problem war natürlich damit verbunden auch ein Sicherheitsaspekt. Der Tausch der Batterien im laufenden Prozess anging, aber auch die Beschädigungsgefahr für die Anlage durch den Staplerbetrieb im Umschlagsprozess. Das haben wir nicht mehr dadurch, dass die Ladegeräte an die Wand angebracht wurden und wir sehr platzsparend hier das ganze System unterbringen konnten. Und der dritte Aspekt ist natürlich auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Kollegen hier im Umschlag, die jetzt mit einem sehr modernen, platzsparenden System sehr effizient den Batteriewechsel durchführen können und immer mit bestens geladenen Staplern hier die Arbeit auf der Halle versehen können. Neben der optischen Anzeige, die wir an diesem System haben und auch diesem FIFO-Prinzip, wird zusätzlich ein akustisches Signal von der Anlage abgegeben, sollte eine falsche Batterie oder eine Batterie, die noch nicht effizient geladen ist, abgezogen werden. Und damit weiß der Mitarbeiter im Moment, die jetzt nicht, die geht wieder ans System und wir ziehen dann eine ab, die ordnungsgemäß geladen ist. Das ist kein Problem. Und die Kollegen standen auch von Anfang an dahinter, auch diesen Veränderungsprozess mitzugehen. Vorteile sind ganz klar, dass wir eine erhebliche Platzersparnis an der Ladestation haben, dass wir mehr Sicherheit haben, auch was die Geräte als solches angeht, dass sie an der Wand angebracht sind und wir jetzt ein einheitliches System für alle Geräte gemeinschaftlich nutzen und dadurch einen sehr hohen Wirkungsgrad gerade beim Austausch der Batterien und beim Einsatz der Geräte haben.